Guten Tag zusammen, hier ist wieder euer Lausbiber und wir spielen wieder Victoria 3. Diesmal aber nicht unser Chile-Spiel. Ihr seht, da hat sich jetzt heute einiges getan, kamen jetzt ein, zwei Patches raus. Ich denke mal auch, als Einführung wird das lang. Ihr habt gesehen, was man alles machen kann und ich bin ehrlich, ich habe auch ein paar Fehler gemacht. Deswegen werden wir ein neues Spiel starten, diesmal im Sandbox-Modus, also nicht dieses Tutorial, weil ist der Anfang, glaube ich, etwas schwierig. Und sie geben dir auch Informationen, wo ich sage, ja, okay. Ich habe lange überlegt, ob ich nochmal hier was Südamerikanisches nehme, sowas wie Brasilien, was ganz interessant ist, oder Argentinien, Neugranada, Mexiko ist auch immer eine coole Wahl, aber da kommt man, glaube ich, zu schnell in den Konflikt mit den Vereinigten Staaten. Deswegen, was ich immer schon ganz cool fand, Persien. Ja, wir haben ein paar Herausforderungen und auch das Osmanische Reich und Russland sind natürlich zwei große Nachbarn, die gefährlich werden können. Aber wir haben ja Expansionsmöglichkeiten nach Osten. Ja, vielleicht können wir hoffen, dass Qing irgendwann zerfällt. Oder, ja, okay, gegen Großbritannien können wir hier unten nicht viel machen, gegen die Ostindien Company. Aber mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und wir haben natürlich eine viel höhere Grundbevölkerung als jetzt mit Chile, wo wir mit 900.000 Mann anfangen. Und hier haben wir 6 Millionen, was das Ganze ein bisschen ja, interessanter macht. Vielleicht können wir uns hier oben auch diese Gebiete wieder zurückholen, die zu Persien gehört haben, die wir an Russland hier verloren haben. Genau. Ich gucke jetzt mal, das war nämlich alles noch auf einfach eingestellt. Das ist jetzt ein Standardspiel mit Erfolgen. Das passt. Wir haben auch ein bisschen mehr Militär, was natürlich total, also, naja, das kann eigentlich nichts. Deswegen müssen wir uns am Anfang ein bisschen zurückhalten, bis wir das modernisiert haben. Flotte haben wir keine, aber das gucken wir uns jetzt gleich im Spiel an. So, Persien. Wir sind da. Jetzt können wir mal gucken. Also, fängt ja schon mal gut an. Wir haben Russland Kriegslüstern. Da werden wir direkt Beziehungen verbessern und auch mit zu den Osmanen. Vielleicht, wie stehen die Briten zu uns? Auch Kriegslüstern. Oh Gott, das ist ja kein guter Start. Das heißt, wir müssen mit Qing uns gut stellen. So, wir haben, ihr seht, viele Forschungen noch nicht, auch das hier noch nicht, die Hochschulen, die Universitäten freischalten. Deswegen werden wir das mit als erstes machen. Wir brauchen gebildetes Personal. Wir haben eine ungenutzte Baukapazität. Sind relativ gut, was das Geld angeht, aber da werde ich jetzt noch ein bisschen was machen. Wir können ein paar Verbrauchssteuern machen. Opium und Dienstleistungen ist immer super. Luxusgüter, da gibt es jetzt nicht so viel, was wir da rausholen können. Den Rest würde ich erstmal nicht besteuern. Jetzt haben wir aber schon ein ordentliches Plus, womit wir aber da der Bevölkerung ein bisschen entgegenkommen. Hat halt einfach einen Hintergrund, die können sich dann mehr leisten, sind glücklicher und ein hoher Lebensstandard bedeutet, dass die Leute auch gerne zu uns kommen. Dann gucken wir jetzt mal rein. Als allererstes bauen wir einen Bausektor. Und jetzt nicht vielleicht nur einen, sondern vielleicht zwei oder drei. Wir gucken mal, wie wir das mit dem Geld jetzt hinkriegen und auch mit den Rohstoffen. Ihr seht, ich habe mir auch ein, zwei Mods installiert. Da, Spreadsheet heißt das gute Ding. Und auch was, wo man beim Markt die Sachen übersichtlich angezeigt bekommt. Ihr seht, haben eigentlich gar nichts. Wir haben noch nicht mal Werkzeuge. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir da hinkommen. Und als Tipp für alle, Holz ist am Anfang das Nonplusultra, was angeht, was ihr produzieren müsst, egal wie. Ihr braucht Holz für alles. Ihr braucht Holz für Möbel, ihr braucht Holz für Papier, was wieder für die Universitäten ist und für die Stadtzentren. Ihr braucht das Holz später fürs Militär und so weiter und so fort. Das heißt, ganz wichtig, ausbauen. Wir haben einiges an Rohstoffen. Blei, Eisenminen, Holz. Hier haben wir leider nichts. Das heißt, dies können wir hier schön ausbauen zum Opium, Baumwolle, ist immer super. Das ist eigentlich unsere stärkste Region hier oben.
Wir haben Kohleminen und eine hohe Bevölkerung und auch schon ein paar Fabriken, die Tuchfabriken hier. Das heißt, da werden wir hauptsächlich ausbauen. Was jetzt die Industrie angeht. So, dann lassen wir mal laufen. Autorität könnten wir auch noch überlegen. Da machen wir Bildungszugang. Ich bin froh, wenn ich gebildete Bevölkerung habe. So, kolonisieren lohnt sich mit Persien nicht. Hier haben wir nichts, was in der Nähe ist. Wir könnten expandieren. Ich glaube, mit den Afghanen werde ich mich gut stellen, dass wir hier unten und vielleicht nach Kiewa hoch expandieren können. Je nachdem, aber Russland wird mir das wahrscheinlich alles zunichte machen. Schauen wir mal, ob wir irgendwie noch ein Bündnis kriegen. Der Oman mag mich super und Portugal. Das ist jetzt nicht toller Start. Und Großbritannien Kriegslüstern. Vielleicht ist das Spiel schneller zu Ende, als ich gucken kann. So, wie sieht es denn auch unsere Politik aus, solange da die Sachen geworden sind? Wir haben 100% Legitimität, das ist sehr gut. Die Grundbesitzer sind zufrieden und die Kirche ist zufrieden. Wir haben einen herrischen. Die Erlasskosten sind niedriger, Radikale weniger. Politprofi, okay, der gehört zur Gruppe der Grundbesitzer und ist Traditionalist. Okay, Staatsreligion und Vormundschaft. Die werden es, glaube ich, schwer haben, die Intellektuellen. Was ich mir dann noch als Reiter anpinne, sind die hier. Und den Markt, da sieht man eigentlich immer recht cool, was am meisten benötigt wird. So, gucken wir mal, wie wir ein paar Bausektoren fertig kriegen. Ich werde das auch diesmal noch hier noch nicht umstellen, weil wir weder Werkzeuge noch Eisen haben und einfach erstmal so tot zahlen würden, bis das nachgebaut ist. Deswegen bauen wir erstmal lieber so ein paar Bausektoren. Da können wir vielleicht auch noch ein, zwei bauen, weil hier werde ich. Auch Tuchfabriken. Da bauen wir da zwei Bausektoren da. Hat den Hintergrund, ich kann die dann einzeln umstellen. Das heißt, einer verbraucht dann erstmal das Eisen. So, was haben wir denn an ländlichen Gebieten? Da die Werkzeuge haben wir noch nicht. Hier lohnt sich nicht, irgendwas umzustellen. Genau, hier das Holzfällerlager ist das erste, was wir machen für die Sägemühlen. Aber solange wir keine Werkzeuge herstellen, macht das noch keinen Sinn. Da produzieren wir Seide, da brauchen wir Holz, das haben wir noch nicht. Und hier Porzellan. Und hier brauchen wir auch Glas, was wir auch noch nicht herstellen. Und da Kohle, die kommt später erst. So, ihr seht hier schon teure Regierungswarnholz. Das heißt, wir müssen als nächstes schon Holz bauen. Idealerweise bauen wir natürlich das aus, wo schon Vorkommen sind, damit wir den Durchsatz erhöhen. Und was natürlich jetzt auch ausgeht, ist Tuch. Das heißt, wir bauen auch noch eine Baumwollplantage. Und das kann man natürlich idealerweise hier bauen. Ihr seht, das erwartete Einkommen wird auch schon verbessert angezeigt.
So, aber durch die Bauindustrie haben wir jetzt schon, jede Bauindustrie bringt uns da 2,2 Bau. Das steigt jetzt, glaube ich, noch auf 4, wenn mich nicht alles täuscht. Und ihr seht, das hier ist das teuerste da. Das heißt, der Wert wird jetzt hier langsam sinken. Das seht ihr auch schon beim Saldo hier. Okay, das Malus von den Intellektuellen haben wir jetzt weg. Dann können wir mal gucken, ob wir noch irgendein Gesetz erlassen können. Keine Schulen. Wir könnten Kirchenschulen ausstatten. Damit hätten wir einen höheren Bildungszugang und das klingt auch gut, weil das mögen. Gar keine Schulen sind halt richtig Mist. Dann können wir uns nur hoffen, dass uns. Oh Gott, die mögen uns alle nicht. Die sind kooperativ, super. Ich will aber eigentlich. Das Gebiet, das sollte ich mir vom Oman auf alle Fälle wiederholen. Das ist eigentlich ein Teil davon. Und ihr seht, das Geld sinkt rapide. Weil einfach das, was wir am meisten brauchen, für die Bauwand drauf geht. So, die sind fromm, Wohlfahrtskrankenhäuser. Und die mögen Kirchenschulen. Und wir müssen überlegen, wohin wir wollen mit unserer Politik. Wollen wir in der Monarchie bleiben? Könnte auch Theokratie werden. Räterepublik. Aber die Monarchie mögen noch zu viele. Das wird sich im Laufe der Zeit noch ändern. Jetzt für den Anfang ist es ganz gut. Ihr seht hier, ich glaube, die zufriedensten sind die Grundbesitzer, die 47,3% haben. So, mittlerweile sind wir bei 10, bei einem Bausektor von 10. Das heißt, wir sind auf alle Fälle schon was schneller und das Wichtigste ist wieder Bruttoinlandsprodukt steigern und dadurch auch den Lebensstandard, weil der ist halt im Moment noch durch sehr, sehr schlecht mit Farmt. Platz 126. Und ihr seht, da unten, der Markt hat sich geändert. So. Interessen. Wir haben in der Region Interesse. Wir könnten das ändern. Dann könnten wir mit anderen Regionen handeln. Wollen wir das? Das ist die Frage. Jetzt mal ein bisschen im Minus. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Das wird sich gleich wieder ändern, wenn die ersten Sachen hier fertig werden, weil für Holz geben wir 8000 aus, weil das am Markt mittlerweile auch so teuer geworden ist. Es gibt einen Engpass bei 75% drüber. Denk mal. Prestige ist immer gut. So, jetzt müssen wir erstmal die Gebäude hier fertig bauen, um langsam auf dem Weg zur Industrialisierung vorwärts zu schreiten. Wir können ja noch gucken, was wir haben. Wir haben zumindest einmal Schwefel, einmal Blei, das ist schon mal gut. Und einmal Eisen. Also das gibt es uns ein bisschen vor, wo wir was bauen sollen. Das heißt, Kohle haben wir relativ viel. Ihr seht, wenn man jetzt hier, glaube ich, ein Holzfällerlager baut, die machen ordentlich Gewinn. Das heißt, wir haben eine Win-Win-Situation. Wir bauen, schaffen Arbeitsplätze, die Leute werden zufriedener, weil das Gehalt recht gut ist.
Und gleichzeitig, okay, wir haben Sklaven, da die haben halt gar kein Gehalt, aber die Verkäufer kriegen ihr Gehalt und damit steigt doch automatisch unser Lebensstandard, weil die sich wieder mehr leisten können. Und wir tun unseren Haushalt ausgleichen, indem wir mehr Steuern bekommen. So. Da mag uns das Dilemma Militär nicht. Das geht auf die Erlassungszeit. Und da gibt es Zustimmung. Okay. Wir wollen ordentlich einen Lehrplan. So. Jetzt wird das Gebäude hier langsam besetzt. Ihr seht, die machen ordentlich Geld. Jetzt mag mich das Militär nicht. Materialverschwendung. Interessant wäre, dieses Bauernaufgebot noch wegzukriegen in eine Berufsarmee oder sowas. Aber solange die Grundbesitzer da dagegen sind, oh, die mögen das halt, die Bauernaufgebote. Und ihr seht hier als guten Richtwert immer, wie profitabel das jeweils ist. Also hier seht ihr, die Baumwollplantage ist halt super profitabel. Deswegen ist auch zum Beispiel hier diese Maschine, ich kann ja, was, Ekreniermaschine, nicht schlecht, weil die gibt uns immerhin einen Durchsatz von 25% auf Baumwollplantagen. Deswegen sind die super lukrativ, weil die so viel dann produzieren. So, da haben wir die Baumwollplantagen, aber wir können wahrscheinlich noch mehr bauen. Holzfäller. So, da haben wir da drei, da drei. Wir könnten dann der Hauptstadt bauen. So, ihr seht, wir brauchen allein in den Bausektor 300. Ich werde hier jetzt aber trotz alledem eine Werkzeugfabrik bauen. Ich weiß, sie verbraucht wieder Holz, aber das Gutpreise sinken. Wir stellen dann eigentlich mehr oder weniger sofort dann dieses die Holzfällerlage um. Somit ist die Werk das Werkzeug die Werkzeugfabrik direkt profitabel. Und wir produzieren das Holz, das heißt, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Da wird weiter debattiert. So, hat sich jetzt hier bei den Steuern was getan? Wir könnten Porzellan und Luxuskleidung noch besteuern, aber boah. Nehmen wir noch mit rein. In der Zwischenzeit, gut, das Tuch wird billiger, das ist schon mal gut, der Fisch dafür teurer. Wenn wir das jetzt haben, die Baumwollplantage, wie viel fehlt uns beim Tuch? Auch einiges. Also ihr seht, wir haben produzieren eigentlich von allem viel zu wenig.
gut. Erlasswahrscheinlichkeit. So, wir sind schiitisch. Was ich auch ganz gut finde, ist, jede Religion hat bestimmte Vorteile. Also zum Beispiel Tabu, die nehmen halt keinen Wein und keine Spirituosen zu sich. Finde ich aber super, dass selbst sowas mit eingebaut wird. So, mit den Werkzeugen können wir dann hier auch schauen, falls Bedarf besteht. Da können wir ein bisschen Bevölkerung freikriegen. Solange Russland, der Rest, aber Russland wird da definitiv intervenieren. Ich glaube, die mögen das gar nicht, wenn ich mich ausbreite im Moment. Müssen wir wahrscheinlich warten, bis Russland in irgendeinem Konflikt mal gerät mit vielleicht Preußen oder sowas. Okay, die tun auch unsere Beziehung beschädigen, das ist nicht toll. Personalunion, okay. Haben wir jetzt schön hier die Baumwollplantage fertig. Und die sind halt super produktiv. Und wenn wir die ersten Hochschulen jetzt haben, und auch dann werden wir die Maschine uns holen, weil wir brauchen mehr Innovation. Die gezahlten Steuern sind wahrscheinlich auch relativ niedrig, wenn ich das hier sehe. So, ach, zu schnell weggegangen. Na? Ihr seht hier, 61 zahlen die an Steuern. Für eine so eine Plantage oder zwei von diesen Plantagen. Deswegen bis man da. Das war auch, glaube ich, das Problem in dem Chile-Spiel. Ich hatte zu viele Regierungsgebäude, die zu teuer waren im Unterhalt und meine Wirtschaft kam gar nicht hinterher. Wir machen hier noch den Straßenunterhalt, dass die effizienter sind. Da finde ich die Übersicht leider jetzt nicht so gelungen hier, was die Erlasse angeht. Das ist so. Ja, die Erlasse sind hier in der Provinz, da sieht man so ein bisschen. Was ich euch noch zeigen wollte, bei dem Add-on sieht man halt alle seine Staaten. Und was ich ganz gut finde, ist auch direkt die Vor- und Nachteile. Ja, man hat das Gebirge. Ja, sehr schön. Kirchenschulen schon etabliert. Jetzt sind wir zwar ein bisschen im Minus. Was die Bürokratie angeht, aber das ist noch ist ja mal einem Rahmen, der okay ist.
Die Intellektuellen sind gegen diese nationale Überlegenheit. Wer ist dafür? Kleinbürger und die Kirche. Oh, die Industriellen sind wir dagegen. Die Wohlfahrtskrankenhäuser sollten wir auch erkunden. Da sinkt nämlich wieder unsere Sterblichkeit, das ist gut. Aber wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir die ersten Jahre überlegen, wegen die zwei großen Blöcke da. Die Kirche mag uns, aber es gibt eine höhere Geburtenrate. Das ist gut. Autorität. Okay, die sind pazifistisch. Das ist natürlich nicht gut. Bisschen Krieg führen wollen wir ja irgendwann mal. So, was haben wir denn hier? Die Intellektuellen haben einen neuen Charakter bekommen. Ein Kriegstreiber. Eine Berufsarmee. Und tapfer. Das ist lustig. Die Intellektuellen sind die Kriegstreiber, die liberal sind. Okay. Ja, mal gucken, wie sich das hin entwickelt. Also, die hätte ich ja schon gerne. Migrationsanziehung 25% und Technikkosten für Gesellschaft. Ja, wir müssen mal gucken. So, was überlegen wir denn mal, was wir als nächstes bauen? Wir brauchen auf alle Fälle noch Baumwollplantagen. Und wir könnten dann wirklich überlegen, auch die erste Eisenmine zu bauen. Und wahrscheinlich werden aber die Werkzeuge nicht lang. Aber das gucken wir dann. Weil da können wir mit den Roheisenwerkzeugen auf alle Fälle schon was anfangen. So, endlich Bildung, das ist schon mal gut. Dann machen wir jetzt hier die Maschine fertig. Also Holz ist nach wie vor teuer. Guck, was auf der Welt passiert. Okay, Texas ist jetzt schon bei den USA. Brasilien hat wie immer die zwei Regionen erobert. Also ich hatte mir auch mal Portugal angeguckt, aber der Start ist richtig schwierig. Also, weil die sind extrem
verschuldet, haben keine Industrie und alles über den ganzen Globus verteilt. Jetzt eher nicht so toll. So, jetzt warten wir erstmal bis die erste Fabrik hier. Das können wir noch schnell laufen lassen. Getreide sollten wir uns auch drum kümmern. Wir haben halt am Anfang noch eine recht arme Bevölkerung. So, jetzt haben wir die Werkzeugfabriken. Jetzt werden wir als allererstes das umstellen. Jetzt sollte sich das Holzproblem nämlich gelöst haben. Und die Werkzeugfabriken werden jetzt auch gleich. Also sie brauchen Holz, um Werkzeuge herzustellen. Und die Werkzeuge brauche ich, um das Holz effektiver zu machen. So, jetzt haben wir da die Maschine. Jetzt schauen wir, das ist eigentlich immer wichtig hier, die Börsenplätze oder Gesundheitssystem. Ich schwanke noch. Machen wir erstmal die Börsenplätze, dass ich Bürokratie frei bekomme. Und ihr seht, alleine mit der Umstellung machen wir schon Profit. Oder sind wir jetzt wieder im Plus, weil das Holz einfach um einiges günstiger geworden ist. Jetzt hat sich der Markt wahrscheinlich auch. Genau, super. Jetzt sind wir noch 13%, aber selbst das langt immer noch nicht. Wir brauchen mehr Holz. Baumwolle hat sich jetzt auch schon gut entwickelt. Und ihr seht hier unten den Durchsatz. Und ihr seht hier auch diesen Skaleneffekt. Das heißt, je öfter ich irgendein Gebäude baue, desto effizienter werden die auch. So, Verteidigungspakt, warum wollen die den nicht? Und ihr seht, Werkzeugfabrik direkt schon profitabel. Und wenn wir das dann hier umstellen, produziere ich auch mehr Werkzeuge. Keine Polizei. Die Landbewohner sind dagegen und da sind dagegen die Landbewohner noch mehr. Okay. Was gibt mir das? Politische Stärke Grundbesitzer, Staatsabzüge für Aufruhr. Berufspolizei finde ich fast besser. Was gibt denn das für eine Technikverbreitung? Sinkt. So, dann gucken wir mal hier, was der Bedarf ist. Wir stellen 30 her und 35 werden gebraucht. Also eigentlich ideal.
Hier sehen wir auch immer schön, wer da arbeitet. Wir haben Landwirte, wir haben Kleriker, wir haben ein paar Aristokraten, die dort arbeiten. Aber noch ist es zu teuer, das umzustellen. Vor allem, weil wir Eisen brauchen. 200 Eisen. Also wir müssten eigentlich noch ein paar Eisenminen bauen. Weil das Hauptproblem ist, wir haben keine Handelsrouten. Nicht großartig, weil, das wusste ich auch nicht, wir haben ja keine Konvois. Das ist schon mal schlecht. Das heißt, wir können nicht auf dem Wasser handeln. Und wir können immer nur dann handeln, wenn wir Interessen haben. Also wir haben hier Interessen ja an diesem Markt hier oben. Wir könnten jetzt zum Beispiel Sachen Spirituosen möchte ich exportieren. Könnten wir zum Beispiel auf diesem Markt Makrob. Das würde uns ein bisschen Geld bringen. Und wir hätten ein paar Spirituosen los. Und auf den russischen Markt. Aber ohne Bürokratie macht das jetzt gerade noch keinen Sinn. Okay, was ist hier passiert? Oha. Ägypten kämpfte gegen die Osmanen. Bauen wir dann noch mal Holz? Ich glaube ja. Wir könnten hier mehr Getreide herstellen, dafür weniger Wein. Dann noch weniger. Da brauchen wir ein Werkzeug mehr. Süß. Was machen die? Getreide, Obst und Zucker herstellen. Genau, für das Getreideproblem werden wir uns dann da wieder den intensiven Ackerbau zuwenden für den Dünger. Das war eigentlich immer recht gut, um da die Produktion signifikant zu steigern. Und dann können wir auch gucken, dass wir Militär aufbauen. Wir haben diese 48 Einheiten, die aber gefühlt, glaube ich, nichts können. Uneinheitliche Infanterie. Oh Gott. Die können wirklich gar nichts. Die haben aber Artillerie, wenigstens was, die sie sich aber nicht leisten können. Berufssoldaten, Berufssoldaten, Berufssoldaten. Genau, Militär ist wieder teuer. So, und dann können wir jetzt hier endlich die Werkzeuge einsetzen. Ja, Eisen ist knapp, weiß ich. Wird er jetzt erstmal produziert. Färbemittel haben wir, Seide haben wir, das ist immer gut, um Luxusgüter her, also Luxuskleidung herzustellen.
Die bringt nämlich im ordentlich Geld. Wir haben eine Glashütte. Wo ist die denn? Kolonialisierung. Da ist die Glashütte. Sehr profitabel, 16,8. Opium ist auch gut. Also unsere Werkzeugfabriken brauchen 12 und 30 stelle ich her. Wir könnten überlegen, bei Bauvorhaben das Ganze umzustellen. Wir brauchen weniger Holz, weniger Tuch, dafür viermal mehr Eisen und Werkzeuge. Das heißt, wir bauen auf alle Fälle, bevor wir das umstellen, noch eine Werkzeugfabrik und noch mindestens eine Eisenmine. Und dann können wir wahrscheinlich erstmal noch exzessiv Eisenminen bauen in der Region, um das auszugleichen. Ägypten sieht, glaube ich, nicht gut aus. Die werden den Krieg verlieren. Also ihr seht, die Opiumplantagen sind sehr lukrativ, aber auch meine Holzfällerlager machen sehr guten Gewinn. Deswegen ist das am Anfang einfach super wichtig, die auszubauen. Vor allen Dingen, es kommt ja lange Zeit erstmal nichts, was jetzt hier Stromerzeugung kann man nicht forschen, da die Produktion umstellen lohnt sich nicht, weil man keine Luxusmöbel herstellen. Das heißt, bevor hier irgendwas kommt, ihr seid jetzt auf dem Stand, ihr müsst jetzt die Holzproduktion so ausbauen, dass ihr immer eigentlich bei, ich hätte jetzt gesagt, plus minus null seid, also hier, das ist schon gut 3%, da kann man gut mit leben. Vor allem, wenn man jetzt den Bau dann umstellt, dann wird die Nachfrage da auch wieder sinken. Aber das können wir dann über Möbelfabriken ausgleichen. Die brauchen extrem viel Holz. Okay, da haben die Osmanen jetzt einiges erobert. Der Libanon, Aleppo, die Region. Eventuell können wir es schaffen, uns mit denen so weit anzufreunden, dass wir ein Bündnis mit denen haben, damit wir ein bisschen vor Russland geschützt sind. Aber das ist dann auf alle Fälle das nächste Mal. Ich bedanke mich auf alle Fälle wieder fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, um zu sehen, was mit Persien passiert. Deswegen gerne Daumen nach oben, Abo dalassen, damit ihr meine nächsten Folgen nicht verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Lausbiber.